Meditation zur Heilung meiner Sorgenpunkte. Ich liege oder sitze ganz bequem da, bin ganz entspannt. Ich atme tief und ruhig in meinen Bauch. Nun spüre ich den Boden unter mir, wie er mir Halt und Festigkeit vermittelt. Spüre, wie alles Schwere und Belastende von mir abfließt. Ich nehme nun meine linke Hand und lege sie an meinen Rippenbogen im Solarplexusbereich. Ich spüre unter mir meinen Magen und wie der Rippenbogen dort, wo er endet, meine Hand fühlen lässt, was im Bauch passiert. Meine rechte Hand lege ich auf mein Herz. Ich fühle nun diese Verbindung zwischen Solarplexus und Herz. Vielleicht steigen nun viele Gedanken oder Bilder auf, die mit meinen Bewertungen oder Einschätzungen von Situationen und Erlebnissen zu tun haben. Wenn diese Bilder aufsteigen und Gefühle mit ihnen deutlich werden, vertiefe ich meine Atmung weiter und schicke Licht und Liebe, Freundlichkeit, Annahme, Annahme und Verzeihen an diesen Punkt. Ich löse damit Ängste auf. Ich fühle die Wut, wenn sie kommt, und schaue mit einem liebevollen Auge auf sie, voller Verständnis. Nehme ich es an. Ich schaue, ob vielleicht diese Wut Kraft in mir gefangen hält, die mir gar nicht mehr zur Verfügung stand. Liebe Wut, ich danke dir, dass du die Kraft des Handelns für mich bewahrt hast. Ich danke dir und nehme diese ganze Kraft nun wieder zu mir, in mein Sein. Du darfst dich zeigen mit all deinen Facetten und deiner fühlbaren Kraft. Ich nehme dich an. Ich nehme dich ganz zu meinem Herzen. Und ich vergebe mir, dass ich diese Wut und diesen Groll so lange in mir getragen habe. Und ich öffne mich nun auch der Angst. Der Angst, was alles sein könnte, was alles schief laufen könnte, was ich alles nur falsch machen könnte.
Lasse diese Bilder nun in mir aufsteigen und gehe zurück, zurück bis an den Punkt, wo ihr Ursprung liegt. Ich nehme all das an, ich sehe es mir an, mit einem verstehenden Herzen. Und dann lasse ich alles los. Ich lasse diese Ängste nun gehen. Ich lasse diese Ängste nun frei. Ich bin getragen vom Fluss des Lebens. Das Wasser des Lebens. Es trägt mich. Es umhüllt mich. Ich bin sicher und geborgen. Und alles, was ich tue, alles, was ich entscheide, ist gut. Es ist gut für mich. Es ist gut für andere. Und wenn ich eines Tages befinde, dass es nicht mehr gut ist, dann werde ich es ganz leicht und einfach ändern können. Ohne Groll, ohne Wut. Denn ich habe gelernt, denn ich habe verstanden. Denn ich weiß nun, dass egal wohin ich gehe und was ich auch tue, nur die Liebe die Antwort für mich ist. Nur die Liebe, die Antwort für mich bereithält. Und so entlasse ich nun alle Sorgen. Ich fühle, wie sie in heißen und kalten Schauern meinen Körper verlässt, abfließt in den Boden, abfließt aus meinem Sein. Und ich fühle, wie mein Herz leichter wird. Und ich fühle, wie der bittere Blick, wie der ängstliche Blick, wie der Groll in meinem Blick nun zu schmelzen beginnt und aus mir herausläuft. Ich bin ganz frei und ganz leicht. Alles verlässt meinen Körper nun. Ich bin frei und leicht. Und wann immer ich bereit dazu bin, aus dieser Reise nun aufzutauchen, zurück in das Tagesbewusstsein, wann immer ich bereit dazu bin, komme ich einfach zurück. Und wenn ich noch mehr Zeit für mich brauche, ich habe diese Zeit. Sie ist da für mich.